Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ihr seht, wir sind im Dreierpack. Milou ist auch mit am Start, weil heute dreht sich dieses Video um Milou. Yes. Um unser neues Familienmember. Oder ein kleines Baby. Schau mal, Milou, schau mal da in die Kamera. Oh, da. Haben wir noch nicht so gern. Guck mal da. Ja, dementsprechend, wir wünschen euch ganz viel Spaß hier bei diesem Video. Und vielleicht könnt ihr euch ein paar Sachen ja davon rausholen noch. Wir werden euch auch sagen, was wir an Erstausstattung für Milou geholt haben. Und dementsprechend wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem viel Video. Spaß. Frage Nummer 1. Wie alt ist sie und wie alt war sie, als wir sie geholt haben? Milou ist am 15. Februar geboren, diesen Jahres. Dementsprechend ist sie jetzt in der 10. Woche. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, schon voller Tatendrang. Und als wir sie geholt haben, war sie 8 Wochen alt. Genau. Frage Nummer 2. Wie lange denkt ihr schon über einen Hund nach oder kam das erst zur Corona-Zeit? Also Annika ist mit dem Hund groß geworden, wie viele von euch sicherlich wissen. Und dementsprechend war der Wunsch nach einem Hund bei Annika von Anfang an da, also seitdem ich Annika kenne. Also und so richtig aktiv, dass wir gesagt haben, okay, wir haben Bock da drauf. Seit 2 Jahren, hatten würde wir gesagt, sagen, so circa. Ja. Also wir wissen, dass wir komplett in dieses Klischee reinfallen. Junges Pärchen holt sich zur Corona-Zeit einen Hund. Aber ich versichere euch, wir haben uns das wirklich ausgiebig überlegt und wir wissen, auf was wir uns da eingelassen haben und wir wissen, dass wir dem kleinen Moppel hier auch gerecht werden können. Frage Nummer 3. Woher haben wir Milou? Milou ist nicht aus einer Zucht, wie viele das irgendwo dachten, sondern Milou haben wir aus einer privaten, also aus von einem privaten Wurf, das hat sich ergeben, weswegen wir euch auch gar nicht jetzt irgendwie eine Nummer von irgendeiner Züchterin oder sowas geben können. Auch wenn es ein privater Wurf ist, sind beide Eltern auf jeden Fall getestet, es gibt keine Erbkrankheiten und wir haben ein Gesundheitszeugnis von der Kleinen. Frage Nummer 4. Warum ein Australian Shepherd? Somit auch gleich schon die Frage beantwortet. Milou ist ein Australian Shepherd. Das wird ganz oft gefragt. Sie ist eine Hündin. Ja, du bist ja mit dem Border Collie groß geworden. Ja. Und 12 Jahre tatsächlich. Ich finde das schon krass. 12 Jahre ist das her. Und dadurch, dass ich sportlich sehr affin bin und viel... Vorzeigerhund bist du. Viel unternehmen möchte, sind wir letztendlich dann auf den Australian Shepherd gekommen. Wir sind beide super aktive Menschen. Ich freue mich total, wenn die Zeit anfängt, wo Milou einfach auch länger draußen unterwegs sein kann. Jetzt gerade im Welpenalter dürfen wir noch gar nicht so lange unterwegs sein. Also man sagt so pro Lebensmonat eines Hundes 5 Minuten am Tag. Wir versuchen uns daran zu halten, aber eigentlich sind wir immer ein bisschen länger draußen. Aber machen da jetzt nicht irgendwo einen Abenteuerspaziergang und jeden Tag neue Reize. Wir wollen diesem Hund gerecht werden und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen die erste Zeit ein bisschen langsamer. Aber ich freue mich, wenn es endlich mal so richtig losgehen kann. Ich habe die nächste Frage ein bisschen übersprungen. Geht ihr schon spazieren? Habe ich ja gerade eben, oder haben wir gerade eben schon was zu gesagt. Genau. Aber die Frage kam auch, was ist mit Hundeschule? Hundeschule zu Corona-Zeit ist natürlich schwierig. Ja. Wir haben da ein bisschen Glück. Ein Torwart aus meiner Mannschaft, die Freundin ist Hundetrainerin. Und mit der werden wir uns jetzt treffen. Ich wollte sie eigentlich diese Woche schon gern treffen. Sie als Expertin meint aber, dass die ersten 2 Wochen ganz, ganz wichtig sind, um das Band zwischen Haltern und ihr selber ganz dick werden zu lassen. Genau, und auch eine Welpengruppe hatten wir eigentlich überlegt, müssen wir mal schauen, ob wir eine finden. Das ist halt auch zu Corona-Zeiten total schwer. Welpengruppe, warum macht man das? Das ist jetzt nicht, dass man da super viel schon lernt, sondern dass die Hunde gleichaltrige Hunde zum Spielen haben. Ja. Also es ist ähnlich wie bei uns Menschen, wir spielen gerne mit Gleichgesinnten. Deswegen, da gucken wir noch, das Ding ist halt, zu Corona-Zeiten ist es eher, dass du dann Welpen abgibst und dann kannst du wohl über Skype zugucken, wie die Welpen miteinander spielen. Nee, das ist so... Eine Frage ist noch, und zwar die Betreuung während der Arbeit oder während des Urlaubs. Und das Schöne ist, dass ich komplett selbstständig bin, von zu Hause arbeite, dementsprechend mir meine Zeit komplett selber einteilen kann und es auch gewährleisten kann, ja, die Kleine rund um die Uhr zu betreuen. Roman ist ja auch super viel eigentlich dann zu Hause. Genau, also durch meinen Job als Fußballer hat man da auch keinen
wie in einem so alltäglichen 8-Stunden-Job. Während dem Urlaub, also es ist jetzt sowieso nicht geplant, dass wir wegfliegen oder sowas. Und wenn es mal dazu kommt, dass wir zum Beispiel in die Flitterwochen. genau, wenn wir in die Flitterwochen fliegen sollten, dann freuen sich meine Eltern, weil wie gesagt, ich bin mit Hund groß geworden. Dementsprechend sind die auf jeden Fall noch aufgeregter fast, als wir es gewesen sind. Ja. Und würden sich super freuen, den Hund für eine Woche mal zu haben. Das waren jetzt auf jeden Fall mal so die meistgestellten Fragen. Und jetzt gehen wir mal über, weil da auch, ich habe mitbekommen, dass sich so viele einen Welpen holen oder jetzt dann irgendwann demnächst einen bekommen. Deswegen wollten wir euch jetzt hier noch zeigen, was wir uns an Erstausstattung geholt haben und was vielleicht eine gute Idee war und was wir so vielleicht nicht nochmal machen würden, oder? Okay, bin ich gespannt, was da jetzt kommt. Also, was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, ist eine Hundebox. Und wir haben die in dem Sinne einfach geholt, weil die super uns geholfen hat, um die Kleine in dem Sinne stubenrein zu bekommen. Wie gesagt, wir sind es noch nicht komplett, aber für nachts ist die perfekt, weil du sie auf allen Seiten aufmachen kannst. Wir haben sie anfangs daran gewöhnt, dass wir ihr Leckerlis da reingelegt haben, dass wir auch mal einen Ball mit Leckerlis innen drin reingegeben haben, dass sie länger ein bisschen damit ja, was machen musste. Und sie hat die so gut angenommen, gell? Sehr gut, sehr gut. Und hat halt den großen Vorteil, dass Welpen oder generell Hunde da, wo sie schlafen, niemals zumachen. Dementsprechend jault sie auch, wenn sie auf Toilette muss. Wir nehmen sie hoch und bringen sie zu ihrer Hundetoilette. Und das hat super funktioniert. Da auch der Tipp übrigens, wenn euer Hund dann nachts weint, dann beschäftigt sie nicht. Fangt nicht dann an, mit dem zu spielen oder den irgendwo die Aufmerksamkeit so richtig krasse zu geben, sondern nehmt ihn hoch, geht raus zum Pinkeln oder zum Puckmachen, was auch immer und danach sofort wieder in diese Box rein und einfach nichts mehr machen. Weil sonst bei dem Hund natürlich ankommt, oh ja, wenn ich jetzt hier schreie, dann wird sich um mich gekümmert. Und sonst habt ihr, glaube ich, keine Nacht, die ihr durchschlafen könnt. Nee. Ja, dann natürlich, was man immer holen sollte, sind Näpfe, also zwei Stück. wir haben coolerweise welche gefunden. Ich muss mal schauen, ob ich alles übrigens, was wir euch hier zeigen, versuche ich euch unten zu verlinken. Wir haben halt viele Sachen jetzt hier in einem Geschäft gekauft, also nicht online. Wir haben uns Näpfe geholt, die unten rutschfest sind. Mhm, und es ist wirklich geil. Schwer auch sind. Und wir haben uns unten drunter einen Gummi-Untersetzer geholt. Wir wussten ja nicht, ob sie schlabbert zum Beispiel, also sabbert während dem Trinken oder sowas. Tut sie nicht, aber was Milou sehr gerne macht, ist eigentlich so mit den zwei Vorderpfoten in ihrem Wasser drin rumschwimmen. Also wenn ihr euch auch sowas holt, dann holt euch was größer ist und nicht was so groß ist wie die Näpfe. So. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Genau, dann haben wir uns ein Geschirr geholt. Also, weil gerade für den Welpen ist natürlich ein Halsband nicht unbedingt das Beste. Wir werden sie irgendwann ans Halsband gewöhnen. Und da wurde uns empfohlen, eins zu nehmen, was man nicht über den Kopf vom Hund macht. Genau, Welpen haben wohl Angst, wenn man sich über sie beugt, etwas über ihren Kopf zieht. Und bei unserem Geschirr ist es so, dass sie einfach mit ihren zwei Pfoten nicht reinstellt und man das von unten nach oben einfach schließt. Kauft eins, was ihr an der engsten Stelle habt und dann an die größte Stelle noch umstellen könnt, weil so ein Hund wächst unfassbar schnell. Ja. Bedeutet, unser Geschirr ist schon zu klein. Also wir müssen jetzt dann echt im Laufe der Tage müssen wir neues Geschirr holen, werden aber dasselbe nochmal holen, weil es echt super funktioniert eigentlich damit. Genau, die Leine, damit lernen wir jetzt gerade, fangen wir an, die Leinführigkeit zu lernen. Und wir haben uns noch eine Schleppleine dazu organisiert. Also, und da würde ich euch auch den Tipp geben, wir haben eine genommen für 5 Meter. Übrigens Schleppleine, großartig. Beste Idee, dass wir das uns geholt haben, weil du es einfach auch mal loslassen kannst und der Hund kann laufen und dann hast du aber schnell die Leine auch wieder. Du hast Platz, dass der Hund laufen kann. Im Nachgang hätten wir es machen können. Im Nachgang hätten wir uns gedacht, okay, mit 10 Meter wäre nochmal schlauer gewesen, gerade auch für die längere Zeit, wenn man. Weil so eine Leine muss man sich ja eigentlich nicht 5-mal kaufen, sondern die kannst du eigentlich einmal kaufen und dann ist gut. Ne? Genau. Aber gut, man lernt ja dazu. Ne? Genau, also so ne, das ganze Tritratralala mit so einem Futterbeutel für, wenn man draußen unterwegs ist und ihr was beibringen will und einem Kotbeutel, das tue ich euch alles unten auf jeden Fall in die Infobox rein. Wir haben uns hier so ein Spielzeug geholt, das war so ein komplettes Set. Wir hätten niemals gedacht, dass sie es so gut annimmt. Und bisher, ich meine, außer hier diese Fäden, ist noch nichts kaputt gegangen. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass die
so gut echt halten. Wir haben noch zwei Kauspielzeuge, auf denen sie länger mal rumkauen kann, wo wir auch Leckerlis reintun könnten oder Frischkäse oder. Und toi, toi, toi. Aber bisher ist noch nichts bei uns in der Wohnung kaputt gegangen. Sie kaut an nichts anderem rum. Sie hört auch sehr gut. Also wenn man einmal ganz klar ihr zu verstehen gibt, dass wir das nicht möchten, dann wird es vielleicht noch ein, zwei Mal probiert, kurz danach, aber dann hat aber mit auch so einem Blick nach oben so, ja, wirklich nicht? Okay. Was ich euch auch nicht empfehlen würde, wir haben ein Handtuch geholt. Was an sich keine schlechte Idee ist. Ne? So ein Hund, der erkältet sich schnell, sollte nicht nass irgendwo die ganze Zeit rumlaufen. Dementsprechend ist so ein Handtuch nie schlecht. Aber ich habe gedacht, okay, ich hole jetzt eins, was ich für den Welpen habe und dann hole ich mir irgendwann eins, was für den ausgewachsenen Hund passt. Aber wir waschen sie überhaupt nicht. Also sie ist jetzt 2 Wochen bei uns und wir haben sie noch nicht gewaschen, weil man soll einen Hund auch gar nicht so oft waschen. Wenn, dann auch nur mit rückfettendem Shampoo, also was für Hunde geeignet ist, nicht mit irgendeinem Shampoo jetzt. Also haben wir dieses Handtuch auch noch nie benutzt und wir werden es auch nicht benutzen. Also wird sie sofort da rauswachsen und ich hätte sofort das Handtuch für den erwachsenen Hund nehmen können. Nein. Was haben wir noch geholt? Bürsten, genau. Ja, also ne, unsere ist ja ein Langhaar Australian Shepherd und zweimal im Jahr wird da ordentlich was an Fell weggehen. Jetzt gerade natürlich noch nicht, gerade weil wir in dieser Sozialisierungsphase sind, bringen wir ihr jetzt auch schon bei, oder diese Pflegedominanz, pflegende Dominanz, so heißt es, dass sie eben checkt, okay, die Bürste will mir eigentlich nichts Schlechtes und dass wir später kein Problem haben, wenn wir sie bürsten müssen, weil dann macht es uns auch mehr Spaß. Also gewöhnen wir sie jetzt schon immer da dran und bürsten mal ein bisschen. Der andere füttert Leckerlis und lobt sie ganz fleißig und bisher gab es echt keine Probleme. Und wir haben uns 2 Bürsten geholt, also eine schon für jetzt, dass man so ein bisschen mal bürstet und eine dann später, wenn es dann um den Fellwechsel geht. Das Hundeklo, wie gesagt, jeder hatte seine eigene Meinung. Wir fanden jetzt gerade für die Zeit, wo wir sie stubenrein bekommen, hat das echt was gebracht. Wir haben es auch schon die zweite jetzt, weil wir die erste nicht gegossen haben. Sind wir selber schuld. Dazu muss man vielleicht sagen, das handelt sich um Naturrasen. Also ich glaube, dass das wichtig ist, dass man nicht jetzt irgendwo da Katzenstreu oder weiß ich nicht was, eine Zeitung oder ein Teppich oder was man genau, da gehört hat. Genau, weil der Welpe merkt sich, worauf er Pipi machen darf oder sich lösen kann. Wenn du ihm das beibringst auf einer Zeitung und zu Hause irgendwann eine Zeitung rumliegt, dann könnte es halt sein, dass es nochmal passiert. Also deswegen haben wir den Rollrasen, also das ist echter Rollrasen und den nimmt sie mega an und es funktioniert gerade für nachts super. Tags gehen wir natürlich trotzdem hier mal unsere Runden. Wenn ihr irgendwelche Ideen, wenn ihr Tipps habt oder wenn ihr noch Fragen habt, haut sie bitte unbedingt unten in die Kommentare rein. Ich finde das immer ganz schön, wenn man sich gegenseitig da vielleicht irgendwo das nochmal beantworten kann. Also wenn XY jetzt eine Frage unten reinstellt, dass ihr das vielleicht beantwortet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns unten in den Kommentaren wieder. Oder ihr schaut auf Instagram vorbei. Da findet ihr unseren Alltag mit dem kleinen Moppel. Also kriegt ihr nochmal viel mehr mit. Ja, weil ich glaube, ich würde jetzt hier YouTube nicht mit dem Hund voll spammen wollen. Aber das sind wir. Das ist unsere kleine Familie. Wir sind sehr glücklich. Und wir freuen uns auf die Zukunft, auf die nächsten 15 Jahre. Voll, voll. Also ich bin sehr gespannt, was das alles gibt. Und hoffe, euch gefällt diese Art von Video. Also haut gerne einen Daumen nach oben rein. Schaut unten in die Infobox, wie gesagt, vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss, macht's gut.